Das Sommerhaus der Stars geht 2022 voraussichtlich im Spätsommer auf RTL in die siebte Runde. Bereits ab Mitte Mai sollen die Dreharbeiten in Bocholt beginnen. Wie die Bild nun berichtet, sollen nun auch schon die ersten KandidatInnen für das beliebte Trash-Format feststehen. Die selbsternannte Queen of Reality Kaderlot soll mit ihrem Ehemann Ismet Adli um die 50.000 Euro Siegprämie kämpfen. Außerdem soll die Ex-GNTM-Kandidatin Giselle Oppermann mit ihrem Freund ins diesjährige Sommerhaus einziehen. Als dritter Teilnehmer soll der ehemalige DSDS-Kandidat Cosimo Citiolo mit seiner Freundin Natalie antreten. Der Checker vom Neckar geriet bereits bei Kampf der Reality-Stars ordentlich mit Kaderlot aneinander. Eine offizielle Bestätigung der TeilnehmerInnen gibt es bisher von RTL noch nicht. Dennoch versprechen die bisher heiß gehandelten Namen jede Menge Zündstoff im Kampf um den Titel Promi-Paar des Jahres.